und stelle mich kurz vor. Also ich bin im Business Consulting Team bei NGHR seit 2 Jahren und ich habe über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich, auch mit People Analytics Erfahrung. Ich war selber bei PwC Saratoga in England vor 20 Jahren, jetzt ist her, glaube ich, und habe unterschiedliche Erfahrungen in People Analytics. Cory, would you like to introduce yourself? Thank you, Straussi. So my name is Kari Koski. I'm the solution lead for people analytics in our HR consulting services at NGA. I've been with NGA since 2007, and last year I actually transferred to the German organization, but unfortunately I'm not yet so well in German that I would have this my part in German, but maybe next year when we have this. Thank you. Danke, Kari. Gut. Wer sind wir? Ganz kurz. Alight hat NGHR gekauft im November und ist ein weltweit führender Anbieter von Personal- und Gehaltsabrechnungslösungen mit einer Erfahrung von fast 50 Jahren und 1300 Systemimplementierungen. Unsere 5000 plus Mitarbeiter in 35 Ländern bieten HR-Beratung im Bereich Entgeltabrechnung, Bewerbungsmanagement, HR-Outsourcing und unsere Services sind in 25 Sprachen und 188 Ländern verfügbar. Unsere Partner 3N Strategy bietet Enablement Services für Unternehmen, die eine Kultur evidenzbasierter Personalentscheidungen aufbauen, skalieren und aufrechterhalten möchten. Und sie haben ein Think Tank erstellt, das heißt HR Analytics, und es ist ein Forschungsinstitut, das von 3N Strategy in Zusammenarbeit mit akademischen Führungskräften und Universitäten aus der ganzen Welt geleitet wird. Sie analysieren HR-Daten und tauschen Erkenntnisse und Benchmarks aus, um Unternehmen dabei zu unterstützen, bessere Entscheidungen über HR-Analysen zu treffen. Im heutigen Webinar erhalten Sie eine allgemeine Einführung in die Thematik und Antworten auf folgende Fragen. Was ist überhaupt People Analytics? Weshalb zahlen sich Investitionen in People Analytics aus? Wie kann der analytische Reifegrad ermittelt werden? Und wie definieren Sie Ihren Ausgangspunkt? Das ist auch wichtig. Und kann Technologie dann den analytischen Reifegrad steigern? Wie könnte Ihr nächster Schritt in Richtung Smart People Analytics aussehen? Und jetzt, Frau Mangold, würde ich sehr gerne wissen, was unsere Teilnehmer zu sagen haben und auf unsere erste Umfrage Genau, die vorzugehen. Umfrage ist Dankeschön. gestartet. Liebe Teilnehmer, Frau Markham-Rösler hatte mehrere Antworten zur Auswahl. Sie haben auch eine Mehrfachauswahl zur Verfügung. Es folgt gleich im Nachgang eine zweite Frage mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten, die sich auch darauf bezieht, dass Sie uns sagen, welche Aussagen für Ihr Unternehmen im Moment gelten. Ich warte da einfach noch mal kurz ab, bis Sie abgestimmt haben, uns Ihr Unternehmensbild kurz gezeigt haben. Und dann würde ich dann auch gleich die zweite Frage mit den anderen Antwortmöglichkeiten hinterher senden. Genau. Die Zahlen, die variieren noch. Da bitte ich dann auch alle Teilnehmer mit teilzunehmen. So, ich beende dann diese erste Umfrage und übertrage diese kurz dann, um das einfach mal sichtbar zu machen, was ausgewählt worden war. Das heißt, wir haben in allen Bereichen
quasi sind gültige Antworten für Sie dabei, sei es, ob unsere HR-Systeme gut integriert sind. 52% sagen, dass die Qualität des Personaldaten ist zuverlässig. 57%, wir haben ein zentrales Data Warehouse für Personaldaten, sagen nur 30%. Allerdings 61% sagen, wir erstellen Ad-Hoc-Personalberichte für unsere Stakeholder. 39%, wir haben die Kennzahlen für die Schlüsselpersonen definiert. Vielen Dank, liebe Teilnehmer, und es folgt jetzt dann auch gleich die nächste Auswahlmöglichkeit. Ich starte jetzt, genau, da warte ich dann einfach einen Moment ab. Frau Markham-Rösler, war das auch so Ihre Einschätzung, dass die Teilnehmer wirklich auf alle Antwortmöglichkeiten ja. drücken, dass das auch tatsächlich in jedem Unternehmen so durchgeführt genau. wird? Sehr gut. Okay, liebe Teilnehmer, die zweite Kurzumfrage ist geöffnet. Genau, jetzt tut sich was. Sie dürfen gerne abstimmen, uns Bescheid geben, ob Sie ein Expertenteam zur Analyse vorliegen haben. Ich musste die Antwortmöglichkeit noch etwas verkürzen. Ich hoffe, das ist für Sie, liebe Teilnehmer, soweit verständlich. Ansonsten, Frau Markham, wenn Sie mögen, dürfen Sie gerne da noch ergänzen. Aber grundsätzlich habe ich da nichts weggelassen. Also hohe Prio, dann quasi Prio für Priorität, ist klar. Weil unser GoToWebinar-System uns tatsächlich nicht so viele Zeichen zur Verfügung gibt, aber es dürfte ausführlich genug sein. Und da haben wir jetzt zum Beispiel einen Punkt, dass jetzt unsere Teilnehmer überhaupt nicht angeklickt haben. Wissen Sie, Frau Markham, schon, welchen Punkt wahrscheinlich die Teilnehmer gar nicht benutzen? Die vierte. Richtig. Genau. Richtig, richtig. Genau, das maschinelle Lernen war das. Verwenden maschinelles Lernen niemand. Das war dann tatsächlich die richtige Antwort. Wir haben Expertenteam zur Analyse, 43%. Führungskräfte haben Zugriff auf interaktives HR-Dashboard, 24%. Kennzahlen für Schlüsselpersonen sind mit Geschäftszielen verknüpft, 14%. Und dann der Spitzenreiter bei dieser zweiten Umfrage, Mitarbeiteranalysemöglichkeiten, hat für uns eine sehr hohe Priorität. Das ist ja schön. Vielen Dank, liebe Teilnehmer. Vielen Dank. Und wie Sie sehen, es gibt viel zu tun in diesem Bereich. Und wir werden dann diskutieren und zeigen, was Sie machen können. Okay. Also, Entschuldigung, NGA und 3N zusammen bieten einen umfassenden Service für People Analytics. Was machen wir? Indem wir unsere Kräfte bünden, unterstützen wir Organisationen dabei, ihre analytischen Fähigkeiten strategisch und fachlich zu verbessern. Zusammen können NGA und 3N Organisationen unterstützen, um die Maximierung der positiven Auswirkungen von People Analytics auf Einzelpersonen, Teams und das gesamte Unternehmen. Und auch um Unterstützung von Entscheidungsträgern mit Tools, mit denen Mitarbeiterdaten in strategische Geschäftsressourcen umgewandelt werden können. Und wir folgen dieser Reise so auf eine strategische Ebene und auf eine technologische Ebene. Weshalb zahlen sich Investitionen in People Analytics aus? Warum machen wir das überhaupt? Erstmal eine Definition. Es ist wahrscheinlich einfacher, zunächst zu sagen, was People Analytics nicht ist. Es geht nicht darum, hübsche Grafiken zu erstellen oder einfach nur Zahlen zu berechnen. Ad-Hoc-Reports sind manchmal hilfreich, aber ohne eine Strategie zu erstellen, sind sie weniger hilfreich. Es geht darum, die Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Beweisen zu verbessern. Also Methoden zur Unterstützung der Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Personaldaten, strategische KPIs, historische Trends, organisatorische und demografische Aufteilungen und People Analytics erweitern den Blick über die HR-Effizienz hinaus. Also nicht nur im Personalbereich, sondern indem es die Kluft zwischen Mitarbeitern und Betriebsdaten überbrückt. Wie wirken sich Investitionen in Mitarbeiter auf den Geschäftserfolg aus?
Wir sprechen von beschreibender zu präskriptiver Analytik. Und wenn der Grad der Komplexität bei der Nutzung von Personendaten zunimmt, können aussagekräftigere Fragen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung gestellt und beantwortet werden. Wenn die vorgeschriebene Fähigkeitsstufe erreicht ist, können Sie nicht nur ein wahrscheinliches Ergebnis vorhersagen, sondern auch Optionen für das beste Szenario simulieren. Also wir fangen mit einer Frage an. Was ist passiert? Zum Beispiel, 30 Mitarbeiter haben gekündigt. Okay, das ist ein einfaches Bericht. Gibt es Grund zur Sorge? Da müssen wir weiterschauen. Von diesen 30 Mitarbeitern, 10 High Performers in kritischen Funktionen haben von sich aus gekündigt. Warum ist es passiert? 7 von den 10 waren unzufrieden mit den Karrierechancen und 3 von den 10 mit der Vergütung. Okay, aber was wird wahrscheinlich passieren? Bei weiteren 10 besteht ein hohes Kündigungsrisiko. Also wir schauen nur die 10, die schon gekündigt haben, aber auch andere Leute, die noch da sind, die auch vielleicht kündigen werden. Und was ist das Beste, was passieren könnte? Zum Beispiel Mitarbeiter A wird wahrscheinlich positiv reagieren auf diese Maßnahmen. Also es geht von einem Bericht, einfacher Bericht zum Analyse, zum Vorhersage, zur Optimierung. Und jeder Mitarbeiter zählt. Also wenn wir nur um Mitarbeiterfluktuationen schauen, warum ist es wichtig, Mitarbeiterfluktuationen zu kontrollieren und zu verstehen? Weil es geht nicht nur ums Geld, aber das ist auch wichtig. Wenn sie nicht da sind, dann gibt es wieder Beschaffungskosten, Kosten für Produktivitätsverlust. Nochmal jemanden neu einzustellen, kostet auch was. Rekrutierungskosten für Onboarding, für Training und Umsatz. Alles zusammen. Es kann 100.000 Euro insgesamt kosten, die Firma kosten, wenn eine Mitarbeiter die Firma verlässt. Der analytische Reifegrad und die Rolle und der Einfluss von HR auf das Business gehen oft Hand in Hand. Je weniger Zeit die Personalabteilung mit technischen Aufgaben wie der Behebung von Problemen mit der Datenqualität und der Erstellung von Ad-Hoc-Berichten verbringen muss, wie man in der Umfrage gesehen hat, machen wir viel, desto mehr kann sie sich auf die Analyse von Daten konzentrieren, um die Geschäftsabläufe zu steuern. Sobald die Personalabteilung in der Lage ist, über das grundlegende Berichtswesen hinauszugehen und Analysen als Self-Service anzubieten, kann sie eine echte Partnerschaft mit ihren internen Stakeholdern eingehen. Die Fähigkeit, die Entscheidungsfindung mit Hilfe von Personaldaten zu optimieren, kann die Personalabteilung zu einem echten Geschäftstreiber machen. Und so sieht es aus. Wir müssen nicht nur auf die Qualität, die Bereinigung und Pflege von Personaldaten konzentrieren, aber wir können auch analytische Reporting und wirklich ein Business Driver dann als HR sein. Welche Erkenntnisse liefern People Analytics? Ein nachhaltiger Lebenszyklus? Können wir die richtigen Talente anwerben, entwickeln und binden? Sicherheit und Wohlbefinden. Können wir die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gewährleisten und unseren Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld bieten? Geringe Kosten. Welche Initiativen helfen uns, Fluktuationen und Kosten zu senken? Höhere Produktivität. Welche Schulungsinvestitionen führen zu höherer Leistung und besseren Geschäftsergebnissen? Und zuletzt, Risikomanagement. Welche Risiken entstehen, weil wir zukünftige Talentlücken schließen und unsere Geschäftsstrategie umsetzen müssen? Wie kann der analytische Reifegrad und Erfolg gemessen werden?
Und wie viele Unternehmen können Ihre Personaldaten heute schon nutzen? 85% der Unternehmen halten ihre Personaldaten für sehr wichtig oder wichtig. Aber nur 42% der Unternehmen sind der Meinung, dass sie in diesem Bereich sehr bereit oder bereit sind. Also es gibt noch viel zu tun. Unser Partner 3N Strategie, die haben ein Framework zu verstehen, wie Unternehmen verschiedene HR-Analysefunktionen entwickeln. Es hilft uns, die Stärken und Schwächen eines Unternehmens bei der Analyse zu bewerten. Auf der linken Seite liegt der Fokus auf der Technologie, der Sammlung von Daten, den transformierenden Daten. Woher wissen Sie, dass Sie Daten mit Entscheidungsträgern auf die richtige Weise austauschen? Auf der rechten Seite liegt der Schwerpunkt auf der Verwendung der Belege und Erkenntnisse bei der Entscheidungsfindung. Moment. Okay, alles klar. Jeder Zugang ist wie eine Stärke oder Schwäche. Nicht alle Organisationen müssen in allen Bereichen stark sein. Unternehmen beginnen normalerweise in der Mitte dieses Radardiagramms. Mit der Zeit reift ihre Analysepraxis und Daten werden stärker in Entscheidungsprozesse eingebettet. Die blaue Linie stellt die Stärken einer Organisation dar, die den prädiktiven Verschleiß modelliert. Sie sind in der Lage, Fluktuationsrisiken und die Auswirkungen von Fluktuationen zu identifizieren. Welche sind die größten Hindernisse auf dem Weg zur People Analytics? Den Ansatz, wenn die zum Beispiel die Leute Analytics wirklich nicht verstehen, schlechte Datenqualität, Definitionen, die sind unterschiedlich. Die sind einige Hindernisse. Frau Mangold, dürfen wir die nächste Umfrage dann fortsetzen? Natürlich. Ich starte die Umfrage, liebe Teilnehmer. Genauso wie vorhin bitte ich Sie um Ihre Antwort auf die folgende Frage. Was ist das größte Hindernis auf Ihrem Weg zur People Analytics? Sie haben 5 Antwortmöglichkeiten. Ist es die Führung, die Umsetzung, die Fähigkeiten, die Daten oder Metriken, Reporting und Analytics-Technologie? Ich warte wieder kurz ab. Sie haben wieder die Wahl der Mehrfachauswahl, dass Sie auf mehrere Antworten tippen dürfen, was ja auch der Fall ist. Und ich würde sagen, ich übertrage dann jetzt die Ergebnisse, schließe die Umfrage und übertrage. Das heißt, was das größte Hindernis auf dem Weg zur People Analytics ist, Führung sagen 32%. Der Spitzenreiter ist die Umsetzung sowie auch die Metriken und Reporting und Analytics-Technologie mit 43% der Teilnehmer, die das abgestimmt haben. Fähigkeiten 29% und Daten bei 36%. Vielen Dank, liebe Teilnehmer, fürs Abstimmen. Dankeschön. Dann gebe ich das Bildschirm dann an meinen Kollegen Curry und er wird zeigen, er wird ein Demo zeigen. Okay, der Bildschirm wandert zum Curry Koski. Genau, Sie dürfen jetzt bestätigen, Herr Koski, dass wir Ihren Bildschirm sehen können. Und stimmlich sind Sie auch schon da. Genau, hallo Herr Koski. Hello, can you hear me and see my screen? Yes, yes. Perfect. So, my section is now focused on the technology part of this radar that Strausi was just showing you. So can technology increase analytical maturity?
So there's a new word that's been buzzing around for a couple of years called augmented analytics. And I like this definition of it the best, which explains its augmented analytics as something that uses machine learning to automate data preparation, insight discovery, data science itself, machine learning model development, and then most importantly, how insights are shared for a broader range of users. So I wanted to compare here this kind of traditional and then augmented erweiterte analytics, as it's translated here, or next generation analytics. So if we start with data, how data is sourced, how it's prepared so it can be analyzed, and how it's stored, how it used to be in this traditional analytics is where these projects have always been historically very much IT owned and IT driven. And the way that data was handled, usually you would only have one single centralized data warehouse to store the data, which would be the only way to combine different data from different sources, for example, combining HR data with business data. What's happening now with augmented analytics and these next generation solutions is that business is now taking more ownership of these analytic projects, and this is in part helped by these software as a service solutions. So you necessarily don't have to have a big technical investment and build up first to have these systems up and running, but these cloud solutions enable faster access to data, faster handling of the data to turn it into an analytical format. And instead of just relying on one single centralized data warehouse, you will be able to kind of collect data into one place, but also connect different data sources, and then also combine all of this with real-time data. So it's quite different. When we look at these insights, so how these kinds of patterns are detected in data. So usually it meant that this pattern detection to reveal these meaningful insights in data is being kind of expert-led, very technical and manual work. So building all these kinds of algorithms to find data, lots of data scientists working on the information, and now with augmented analytics, this has become more business user friendly. So it's becoming more conversational and automated. So these patterns can be found automatically through machine learning, and natural language is something that you can be used for searching these insights. So we're really offering data science as a self-service in a business user friendly way. And then looking at this intelligence, so how are we sharing and operationalizing this intelligence and insights? So there used to be all these applications for BI, for analytics, used to be running basically separately from the actual HR processes. So different tools for different things. You might have something on the cloud for HR, but still you would have some on-premise systems where you would then transform this data and then access it separately. So there's been this kind of separation between them, kind of disconnect. You would have more static reports, so you have one size fits all kind of reports, and then static dashboards. And then with augmented analytics, what we have here is that it's kind of embedded. So this kind of insights and guidance. So we're not talking about reporting and analytics anymore at this stage. So they're kind of being embedded into applications and also within the processes with augmented analytics. They're offered
in a kind of a context aware and consumer aware way. So that means that if you are in an HR process, your manager, for example, is doing something, they want to perform a certain task on an employee, they may get instant insights from the analytics through the application, guiding them basically what they should do. For example, if they want to give a spot bonus to an employee or a raise, the analytics may all, automatically show them what kind of ranges they have been historically and what's allowed, for example, for a pay change. Then instead of stories and dashboards, instead of reports and dashboards, it's becoming more dashboards and then interactive stories. So you have interactive visuals, you have this automatically generated natural language to really tell you a story in a personalized way. So it's making the communication of data more human-like. So what I wanted to show you now as the demo was machine learning powered data discovery, which can be done in SAP Analytics Cloud. So this is just one of these analytical solutions that leverage machine learning and augmented analytics. So I'm just gonna go to my SAP Analytics Cloud instance, and I could access one of these dashboards or through these links here. But what I'm going to do here is I'm going to create a new story very fast using data that I have. So I'm kind of trying to show you how Excel data can be turned really fast into insights without you having to necessarily know that much about data science or even know that much about the data that you're dealing with. So what I want to do here for my story is I want to access and explore data. So I'm just gonna go and upload the data from a file. So I know I have this data in an Excel file, and I already know that this workforce data is the sheet that I have it in, and I will use the first row as column headers. So I will just import the data into the system. So I will be able to analyze it. So instead of going into Excel and starting to build pivots and so on, I will actually just pull it here in the tool itself. So let me zoom out a bit so we can see a little better. So basically, through the help of augmented analytics, what it does is it looks at the columns that you have in your data, and it starts recognizing that obviously, for example, a business unit, well, that must be a dimension instead of a measure. So the type here is automatically assigned as a generic dimension. And then you have things like headcount, which it also recognizes that, yes, this obviously is a measure. If it doesn't get everything right, it's easy to change these. So for example, these terminations voluntary, they are actually measure, so I want to change that. So I will just change the type into measure. And then I can go through basically the rest of my data set here. I will also change this calendar year, which could be a dimension, but I would rather turn it into a date so it makes more sense in the data itself. So when I go through this data that I have in here, the tool also will give me more information also on the distribution of the data in here, so I can already see how it looks here. I could go into an explore mode just to start immediately exploring the data, but I'm gonna quickly create a story for you here. So I'm going to go to a story mode here. So now it's kind of in the background creating a model for me. So I haven't even saved anything anywhere yet. So basically everything is kind of happening in the background for me. So now I have this
DataDML as a data source, I could run a smart discovery here. If we had more time, I could show you also that, but I kind of know what I'm looking for in the data and kind of familiar with it. So I'm just gonna start creating my first story here. So I'm just gonna add a chart object here to my canvas, and I can see these objects here that I can move around. I have this builder panel, and I will just start adding information there. So I want to look at headcount, and it starts building the results immediately. I want to filter this data, so I have the calendar year there. So I'm just gonna select one single value there, 2019 for that. So now I have 2019 headcount for me, and I want to break it down by something, and I'm going to use the business units for that. So now we have our first insights there. I can do more things with this data. So I can, for example, sort it, and I'm going to sort the headcount from highest to lowest. And then I'm also interested in understanding how the headcount has changed. And there's a quick way of doing that by this compare feature. I could compare it to previous year or previous period. I can do some more adjustments in this variance panel. So I'm going to open that. And since I know that I have a previous year to compare it to, I'm gonna select that, and it automatically creates the comparison there on the chart. I'm gonna integrate it, this variance in here. So immediately we can see here that there are some huge changes that has happened here in the business unit. So big increase in one of the business units and a really big drop in another. I could add another chart here as well. So I can just keep adding more information here. I could add tables as well, text, images, and so on. I'm gonna look at some other metrics. So I'm gonna compare one measure, which is the voluntary termination, by two different kinds of dimensions. So I want to look again at the business units. And then I also want to break it down by job grades to give me even more information. And again, what I want to do is I just want to look at 1 year, which is the 2019. So I select another filter here. So now I have some insights, so I can clearly see some hotspots popping up here in the data. So if I wanted to know more what was happening here with this data, I could right click on a single data point and then go to Smart Insights. So this is now something that will use machine learning to go through all of my data set and basically find some key contributors to the reasons running these results. So the first one it finds as a top contributor is the job dissatisfaction being the top separation reason here. So it's finding that clearly for this specific business unit and grade, it is the highest reason there. And it's also finding other information that are ranked by their relevance. So for example, high performers seem to be a high contributor as well, and also things like a certain overtime category as well. So I could actually add one of these directly here. Let me move this a bit. So just copying this as a chart, I could add it directly into my story. So now I also have this part here. And when I added it through this Smart Insights pane, it automatically created the filters. So it's only filtering this specific business unit and job grade. And if I wanted to add more text here, if I wanted to share this with another user, I would just add the same Smart Insights here, and it would basically generate this information for me. So now it's loading the insights, and it has written this here. If I wanted this to be
more universally applicable, then I could just, for example, delete one of these filters in here. So then it would show kind of more overall the insights here. And then if I wanted to add a bit of interaction for users who are using the dashboard, I could use a thing called linked analysis, which would mean I could, for example, use this chart to drive other stories, all widgets in the story, or then I could just have selected widgets, which I can select which are the two ones that I created there. So if I apply this now, then basically a user who would be clicking here could click on, for example, infrastructure solutions. They would see results for only that. And again, all of these machine learning algorithm derived insights would automatically be derived here. So through machine learning, you can really create fast insights from your data without necessarily having to know so much more of your data, but mostly the basics. So you can start creating things like dashboards with that. Let me just check how we are on time. So I'm just going to quickly show you what kind of HR dashboards you could, for example, build with this solution. So you can have similar to what I've shown you before with similar kinds of interactions here and different kinds of tab pages. This SAP Analytics Cloud is actually becoming part of SuccessFactors reporting and analytics solutions. The first version has been already released, and we are starting the first projects creating embedded dashboards for our customers. So if I go back to my presentation, let me just summarize first kind of the benefits of this augmented analytics. So starting with this wider audience. So we have a wider audience. We, despite this, have even more user and context specific intelligence. These kinds of advanced analysis, even the things we did there in the demo. So these are possible without having to have any kind of a degree in data science. These solutions are very much available as cloud services anywhere on any kind of device. And through these cloud offerings, it's much faster to offer these kind of quick wins and also cut the costs a lot. So most importantly, in the center of all this is the much more empowered business user. So as I said, this is coming to SuccessFactors. So all these modern visualizations, data exploration and such are coming to take over the reporting tools and be one new part of that, and also coming to take over the workforce analytics part. I think we are quite close on time, so I think I will not show you all of this here. I will just show this as the last slide. So what we basically offer as NGA Lite is services around operational reporting. Yes. Wir haben eine Frage von den Zuschauer oder Teilnehmerin. Sie schreibt zum Beispiel, welche statistischen Verfahren werden benutzt, um Abhängigkeiten zu ermitteln, und wo ist das Signifikanzniveau angesetzt? May I have a translation? Sure. So that to the question is really about statistical significance and the dependence. She wants to understand at what level is the die Frage nochmal. Ja, ich lese sie nochmal vor. Welche statistischen Verfahren werden benutzt, um Abhängigkeiten zu ermitteln, und wo ist das Signifikanzniveau angesetzt?
We can actually send that information as part of the presentation that we share with you. So there are different options with SAP Analytics Cloud. So there's things like regression analysis, for example, and then time series analysis and so on. But I can share more information when we send out the presentation. Okay. Darf ich Ihnen dann noch eine weitere Frage stellen? Mit welcher Art von Predictive Analytics beginnen Unternehmen normalerweise in der Personalabteilung? So, I guess I understood that it, what kind of analytics normally would you use in HR analytics? Predictive. Yeah, to begin. To begin. So many customers have started, for example, understanding what drives, for example, turnover. And they've been able to do this very, very fast, and the data usually is there. So they have, for example, leaving reasons, and they have a lot of HR kind of data points and dimensions to look at. So that's something that's usually the first ones, and it's also something that SuccessFactors is planning to bring quite fast in as part of their analytics offering. Okay, danke schön. Und was sind die wichtigsten KPIs in der Personalabteilung, die wir verfolgen sollten? Translation, please. Yeah, what are the most important metrics or KPIs in HR? Well, there are a list of important KPIs, and for example, SuccessFactors comes with a long history of providing these best practice metrics, but it's more about having maybe a library of these metrics and then deciding on per the customer and their organization and their situation what kind of is relevant for them in their business situation. So all, you know, KPIs are metrics, but not all metrics are key performance indicators. So kind of talking with the business, with HR together, they can kind of first understand what are the key questions and what kind of metrics then answers these key questions. This is also something that we can support customers as I was showing here in our offerings, also making customers understand what kind of ways could they be analyzing their data to make it have the most impact on the business itself. So I think I'm gonna bring it back to you, Strauss, you know, so we can wrap up. Thank you. Also, vielen Dank für die Fragen. Wie könnte Ihr nächster Schritt aussehen? Gute Nachrichten, möglicherweise sind Sie technisch weiter, als Sie denken. Das ist unsere Erfahrung. Mit Daten zum Beispiel. Es müssen nicht alle HR-Daten verfügbar oder perfekt sein. Es muss nicht alles sauber sein. Eigentlich der Pilot mit einem begrenzten Satz hilft, Datenprobleme zu erkennen. Die Metriken. Es müssen nicht alle KPIs definiert werden. Beginnen Sie mit den Grundlagen und nutzen Sie Best Practices und Standards, wie Kari gerade gesagt hat. Und Technologie. Nutzen Sie erstmal kostenlose Testlizenzen für Software as a Service Tools, um die erweiterten Funktionen zu testen, bevor Sie investieren. Ihre aktuelle People Analytics Praxis ist vielleicht weiter, als Sie denken. Stakeholder, Erwartungsmanagement, arbeiten Sie eng mit Ihrem HR-Management zusammen, um eine realistische Vorstellung von Analytics sicherzustellen. Und Sie müssen nicht sofort einen Data Scientist beauftragen. Beginnen Sie einfach und erstellen Sie einen Business Case, um Ihre Fähigkeiten im Laufe der Zeit zu verbessern. In jedem Unternehmen werden bereits heute Entscheidungen getroffen. Richten Sie Ihre Analysen an den bereits getroffenen Entscheidungen aus. Sie sind vermutlich weiter, als Sie denken. Die Ergebnisse einer Reifegradanalyse könnten Sie überraschen. Da Sie nun einen wesentlichen Schritt weiter sind in Richtung Smart People Analytics, wir empfehlen eine Durchführung einer ersten analytischen Reifegradbewertung.
Sie werden die Präsentation von uns enthalten. Und wenn Sie uns kontaktieren, senden wir Ihnen gerne einen Link zur Umfrage. Wir können auch mit Ihnen überprüfen, Ihre Ergebnisse überprüfen und ein tieferes Verständnis für Ihre nächsten Schritte zu erhalten. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Wir haben eine letzte Umfrage. Ja. Ich habe Ihnen gerade eben, Frau Strausi-Markham, eine Frage weitergeleitet, eine ziemlich lange. Ich weiß nicht, ob Sie die schon jetzt gesehen haben. Jetzt sehe auf ich. Aha. Englisch, genau, ob wir erst diese Frage beantworten und dann zur Umfrage oder wie Sie möchten. Mhm. So, ich lese es einfach vor. With regard to you do not need specific know-how or experience for usage. I think it's not a good idea to give people statistical data and results to build on actions they have no understanding of. What do you think? Now I can't see the rest of it. Hold on. What do you think something about the presenter of the example? I agree, it's, also ich stimme zu, es ist nicht immer vernünftig, einfach Daten oder einen Bericht zu schicken. Die Leute, also der Datenexperte, der Analytics-Experte, soll einfach den Kontext, nicht einfach, aber den Kontext auch beschreiben und verstehen. Und wie Kari gesagt hat, es ist auch eine Geschichte zu erstellen, nicht nur einfach, das ist die Fluktuationsrate und wenn eine Audience nicht versteht, warum, wie soll man reagieren, dann ist das ist eine Frage für Personalexperten. Das ist nicht genau. So, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. I could also add to that. So what I showed to you is basically kind of machine learning can help you, but it's not the only tool. It's not going to replace, you know, human experience and human intuition, which is super important here as well. But it's kind of a tool to help you kind of go through your data faster. So then when it combines, for example, this dimension is very strongly affecting this measure, for example, you need to understand, is it, you know, is it actually something that could be a correlation? And then you can actually do some more develops on that. But basically, what machine learning does with the augmented analytics is still it's offering these kinds of tools in a way that it also will explain kind of what is the logic between this. So it's looking at this and it's saying that these two seem to be related. So and it also will get kind of a confidence percentage there, saying that okay, this looks like it, you know, may make sense. So it's always up to the user to interpret these results as well. But when you have a data set, which basically, like I had for the HR data, I was showing, for example, I had a high number of voluntary leavers, and then there was the leaving reason. So clearly, those are related to each other. And what it basically did, it just found that these leaving reasons were highly running it. So absolutely, I agree with that question and that point. So, you know, you can't trust machine learning to give you all of the answers, but it can really help you in finding the insights faster. Okay, danke schön. Die Teilnehmerin schreibt auch Thanks. Ich denke, das war jetzt wirklich ausführlich beantwortet. Weitere Fragen im Chat haben wir jetzt keine. Ich habe, wie Sie schon gesehen haben,
die Umfrage, solange die Referenten jetzt geantwortet haben, eine Umfrage weiterlaufen lassen. Frau Markham, ich hoffe, Sie haben das auch mitbekommen, wie die Teilnehmer abgestimmt haben, welches Thema sie sich wünschen in einem ihrer nächsten Webinare. Und da waren 53%, also die Mehrheit war dann für die Erstellung einer Roadmap und Strategie für People Analytics und dicht gefolgt von dem Change Management und die Einführung von People Analytics. So, dass auch Sie und wir, die Sie da auch unterstützen mit dem Webinar, dann jetzt auch Bescheid wissen, wie es weitergeht und dann auch sofort ein nächstes Webinar planen werden und Ihnen, liebe Teilnehmer, das natürlich rechtzeitig mitteilen. Genau, Frau Markham, Sie haben dann wieder das Wort, wenn da noch weitere Folien kommen. Nein, ich glaube, wir sind jetzt durch. Okay. Genau. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank für die Teilnahme und kontaktieren Sie uns, wenn Sie Interesse auf diese Reifegradanalyse haben. Vielen Dank. Genau. Haben Sie vielleicht noch eine Folie weiter mit Kontaktdaten, dass dann die Teilnehmer auch Sie oder den Herrn Koski kontaktieren können? Ansonsten setze ich dann noch mal kurz von Ihrer Kollegin die E-Mail in den Chat, wenn das für Sie in Ordnung ist. Ja, das kommt auch in, also wir schicken diese Präsentation raus und das wird alles dabei sein. Stimmt, genau. Die Präsentation geht dann alle Teilnehmer direkt raus. Und wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich direkt an die Referenten. Ich bedanke mich auch im Namen von HR Networks bei Ihnen, Frau Markham-Rösler und bei dem Herrn Koski für den spannenden Vortrag und bei Ihnen, liebe Teilnehmer, für Ihre Teilnahme und freue mich dann aufs nächste Webinar. Bis dann und schönen Tag an alle. Tschüss. 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 Danke.